طيب ich fasse es zusammen. Gut. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte in dem Hadith, er sagte, den gewaltigsten Namen Allahs findet ihr in drei Suren. In drei Suren. Das heißt, dieser Name kommt nur in diesen drei Suren vor, in keine andere. Wenn du die Suren nachgehst oder die Verse des Korans nachgehst, wirst du finden, dass es der Name Al-Hayy Al-Qayyum ist. Al-Hayy Al-Qayyum. Der kommt nämlich nur an, so in dieser Form, Al-Hayy Al-Qayyum, nur in drei Stellen vor. In der Surah Al-Baqarah, der Ayat Al-Kursi. In der Surah Al-Imran am Anfang und in der Surah Taha. Aber es ist der Name Al-Hayy Al-Qayyum. Das ist der gewaltigste Name Allah Ta'ala. Das ist natürlich noch eine Auffassung der Gelehrten, wenn diese Ahadith authentisch sind. Ich hatte euch aber schon mal gesagt, dass Ibn Al-Qayyim und andere der Auffassung sind, dass es der Name Allah selbst ist. Der Name Allah. Na. Ja.